Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Jessica Wagner und ich bin die Projektleiterin dieses Bauvorhabens und heiße Sie heute herzlich willkommen zu unserem Richtfest in Münster-Altheim. Zuallererst möchte ich Sie, liebe Kunden, begrüßen, denn erst durch Sie wurde das ganze Bauvorhaben möglich. Wir errichten die Häuser, aber nur Sie füllen das Ganze mit Leben und machen es zu Ihrem Zuhause. Den Handwerkern möchte ich meinen besonderen Dank aussprechen, denn Sie bauen das Haus und damit Ihr neues Zuhause in hochwertiger handwerklicher Qualität, sodass Sie viel Freude daran haben werden. Ein weiterer Gruß geht an meine Kollegen der Träger Immobiliengruppe, die alle ein Teil eines erfolgreichen Projektablaufes sind. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. So, wer sich jetzt noch fragt, wer ist eigentlich die Träger Immobiliengruppe und was macht sie, möchte ich kurz noch etwas dazu sagen. Die Träger Immobiliengruppe ist ein Immobilienunternehmen, das seit 1990 im Raum Aschaffenburg und im Rhein-Main-Gebiet tätig ist. In dieser Zeit haben wir für über 1300 Familien ein neues Zuhause geschaffen. Bezahlbaren Wohnraum herzustellen ist unser Ziel, damit unsere Kunden in ihren eigenen vier Wänden höchste Lebensqualität genießen können. Wir wissen, dass jeder Mensch unterschiedliche Kriterien an seine Wohnung oder an sein Haus stellt. Gute Anbindung, nahe Einkaufsmöglichkeiten, ein Spielplatz für die Kinder oder einen Garten oder Wohnen ohne Barriere für Ältere. Das sind nur einige Beispiele. Die Träger Immobiliengruppe versucht stets, in der richtigen Lage das richtige Produkt für die Kunden zu entwickeln. Unter diesen Gesichtspunkten entwickeln wir auch unser Trägerhaus 5.5 als 6 Doppelhaushälfte in Münster-Altheim. Die Gemeinde Münster mit über 14.000 Einwohnern kann über eine 750-jährige Geschichte vorweisen und bietet Ihnen neben einer guten Verkehrsanbindung ebenso auch eine gute Infrastruktur. Hier am Rande des Ortsteils Altheim hat sich die Träger Immobiliengruppe zum Ziel gemacht, jungen Familien ein Zuhause im Grün zu schaffen. Wie Sie sehen, wohnen die neuen Eigentümer der Häuser am Bachlauf und am Feldrand. Passend zu der naturnahen Lage haben wir großen Wert auf eine umweltfreundliche Versorgung mit Luftwärmepumpen gelegt. Zudem werden die Häuser als Niedrigenergiehäuser mit dem KfW 55 Standard errichtet. Wenn Sie weitere Details erfahren möchten oder Fragen haben, steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer Herr Lemmerhold, der Geschäftsführer der Digger Wohnbau GmbH Herr Seifert sowie meine Person nach dem Richtspruch gerne zur Verfügung. Ebenso Herr Hesse vom Vertrieb ist für Sie da und kann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bitte Sie außerdem, die Baustelle aus Sicherheitsgründen nicht ohne Begleitung der genannten Person zu betreten. Wie ich sehe, steht auch schon der Zimmermann bereit und Sie haben hoffentlich alle ein Glas in der Hand, sodass wir auf das gute Gelingen anstoßen können. Mit Gunst und Verlaub, die Feierstunde hat geschlagen. Es ruht die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen grüßt stolz der Richtbaum nun ins Land. Und stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig mit am Werk gebaut. Es waren wackere Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertraut. Drum wünsche ich, so gut ich kann, so kräftig wie ein Zimmermann, mit stolz emporgehobenem Blick, dem neuen Hause recht viel Glück. Wir bitten Gott, der in Gefahren uns allzeit so betreut bewahrt, er mögt das Bauwerk hier bewahren vor Not und Schaden aller Art. Nun nehme ich froh das Glas zur Hand, gefüllt mit Wein bis an den Rand. Und mit Feuchtsaft der Reben will jedermann die Ehre ich geben, wie sie's nach altem Brauch gebührt, wenn so ein Bau ist ausgeführt. Der erste Schluck der Bauherrschaft. Hoch soll sie leben. Hoch, 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 hoch. Braucht man zu allen Zeiten nicht nur den Kopf, nein auch die Hand. Drum noch ein Hoch den Zimmerleuten, durch deren Kraft der Bau entstand. Hoch sollen sie leben. Hoch, 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 hoch. Ist das Glas wohl ausgeleert? Weiter für mich nichts mehr wert. Das Glas zerblittert im tiefen Grund. Geweiht sei dieses Haus zur Stund. Jawohl. An dieser Stelle möchte ich mich ebenfalls auch noch bei der Marketingabteilung für die Organisation des heutigen Richtfestes bedanken und insbesondere bei Frau Sommer vom Front Office für ihre tatkräftige Unterstützung.
Die Kolleginnen haben einen kleinen Richtschmaus für Sie vorbereitet. Lernen Sie bei dieser Gelegenheit Ihre neuen Nachbarn kennen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und einen guten Appetit. So. Okay, dann fangen wir mal an. Der Dachdecker hat ja schon das Los gegeben. Zimmermann. Der Zimmermann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Jessica Wagner und ich bin die Projektleiterin dieses Bauvorhabens und heiße Sie heute herzlich willkommen zu unserem Richtfest in Münster-Altheim. Zuallererst möchte ich Sie, liebe Kunden, begrüßen, denn erst durch Sie wurde das ganze Bauvorhaben möglich. Wir errichten die Häuser, aber nur Sie füllen das Ganze mit Leben und machen es zu Ihrem Zuhause. Den Handwerkern möchte ich meinen besonderen Dank aussprechen, denn Sie bauen das Haus und damit Ihr neues Zuhause in hochwertiger handwerklicher Qualität, sodass Sie viel Freude daran haben werden. Ein weiterer Gruß geht an meine Kollegen der Träger Immobiliengruppe, die alle ein Teil eines erfolgreichen Projektablaufes sind. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. So, wer sich jetzt noch fragt, wer ist eigentlich die Träger Immobiliengruppe und was macht sie, möchte ich kurz noch etwas dazu sagen. Die Träger Immobiliengruppe ist ein Immobilienunternehmen, das seit 1990 im Raum Aschaffenburg und im Rhein-Main-Gebiet tätig ist. In dieser Zeit haben wir für über 1300 Familien ein neues Zuhause geschaffen. Bezahlbaren Wohnraum herzustellen ist unser Ziel, damit unsere Kunden in ihren eigenen vier Wänden höchste Lebensqualität genießen können. Wir wissen, dass jeder Mensch unterschiedliche Kriterien an seine Wohnung oder an sein Haus stellt. Gute Anbindung, nahe Einkaufsmöglichkeiten, ein Spielplatz für die Kinder oder ein Garten oder Wohnen ohne Barriere für Ältere, das sind nur einige Beispiele. Die Träger Immobiliengruppe versucht stets, in der richtigen Lage das richtige Produkt für die Kunden zu entwickeln. Unter diesen Gesichtspunkten entwickeln wir auch unser Trägerhaus 5.5 als 6 Doppelhaushälfte in Münster-Altheim. Die Gemeinde Münster mit über 14.000 Einwohnern kann über eine 750-jährige Geschichte vorweisen und bietet Ihnen neben einer guten Verkehrsanbindung ebenso auch eine gute Infrastruktur. Hier am Rande des Ortsteils Altheim hat sich die Träger Immobiliengruppe zum Ziel gemacht, jungen Familien ein Zuhause im Grün zu schaffen. Wie Sie sehen, wohnen die neuen Eigentümer der Häuser am Bachlauf und am Feldrand. Passend zu der naturnahen Lage haben wir großen Wert auf eine umweltfreundliche Versorgung mit Luftwärmepumpen gelegt. Zudem werden die Häuser als Niedrigenergiehäuser mit dem KfW 55 Standard errichtet. Wenn Sie weitere Details erfahren möchten oder Fragen haben, steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer Herr Lemmerhold, der Geschäftsführer der Digger Wohnbau GmbH Herr Seifert sowie meine Person nach dem Richtspruch gerne zur Verfügung. Ebenso Herr Hesse vom Vertrieb ist für Sie da und kann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bitte Sie außerdem, die Baustelle aus Sicherheitsgründen nicht ohne Begleitung der genannten Person zu betreten. Wie ich sehe, steht auch schon der Zimmermann bereit und Sie haben hoffentlich alle ein Glas in der Hand, sodass wir auf das gute Gelingen anstoßen können. Gunst und Verlauf. Die Feierstunde hat geschlagen. Es ruht die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen muss stolz der Richtbaum nun ins Land. Und stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig mit am Werk gebaut. Es waren wackere Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertraut. Drum wünsche ich, so gut ich kann, so kräftig wie ein Zimmermann, mit stolz emporgehobenem Blick dem neuen Hause recht viel Glück. Wir bitten Gott, der in Gefahren uns allzeit so betreut bewahrt, er mögt das Bauwerk hier bewahren vor Not und Schaden aller Art. Nun nehme ich froh das Glas zur Hand, gefüllt mit Wein bis an den Rand. Und mit feuchtigem Saft der Reben will jedermann die Ehre ich geben, wie sie es nach altem Brauch gebührt, wenn so ein Bau ist ausgeführt. Der erste Schluck der Bauherrschaft. Hoch soll sie leben. Hoch, 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 hoch. Braucht man zu allen Zeiten nicht nur den Kopf, nein auch die Hand. Drum noch ein Hoch den Zimmerleuten, durch deren Kraft der Bau entstand. Hoch sollen sie leben.
Hoch, 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 hoch. Ist das Glas wohl ausgeleert? Weiter für mich nicht mehr wert. Das Glas zerblittert im tiefen Grund. Geweiht sei dieses Haus zur Stund. Jawohl. An dieser Stelle möchte ich mich ebenfalls auch noch bei der Marketingabteilung für die Organisation des heutigen Richtfestes bedanken und insbesondere bei Frau Sommer vom Front Office für ihre tatkräftige Unterstützung. Die Kolleginnen haben einen kleinen Lichtschmaus für Sie vorbereitet. Lernen Sie bei dieser Gelegenheit Ihre neuen Nachbarn kennen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und einen guten Appetit. Und heiße Sie heute herzlich willkommen zu unserem Richtfest in Münster-Altheim. Zuallererst möchte ich Sie, liebe Kunden, begrüßen, denn erst durch Sie wurde das ganze Bauvorhaben möglich. Wir errichten die Häuser, aber nur Sie füllen das Ganze mit Leben und machen es zu Ihrem Zuhause. Den Handwerkern möchte ich meinen besonderen Dank aussprechen, denn Sie bauen das Haus und damit Ihr neues Zuhause in hochwertiger handwerklicher Qualität, sodass Sie viel Freude daran haben werden. Ein weiterer Gruß geht an meine Kollegen der Träger Immobiliengruppe, die alle ein Teil eines erfolgreichen Projektablaufes sind. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. So, wer sich jetzt noch fragt, wer ist eigentlich die Träger Immobiliengruppe und was macht sie, möchte ich kurz noch etwas dazu sagen. Die Träger Immobiliengruppe ist ein Immobilienunternehmen, das seit 1990 im Raum Aschaffenburg und im Rhein-Main-Gebiet tätig ist. In dieser Zeit haben wir für über 1300 Familien ein neues Zuhause geschaffen. Bezahlbaren Wohnraum herzustellen ist unser Ziel, damit unsere Kunden in ihren eigenen vier Wänden höchste Lebensqualität genießen können. Wir wissen, dass jeder Mensch unterschiedliche Kriterien an seine Wohnung oder an sein Haus stellt. Gute Anbindung, nahe Einkaufsmöglichkeiten, ein Spielplatz für die Kinder oder ein Garten oder Wohnen ohne Barriere für Ältere. Das sind nur einige Beispiele. Die Träger Immobiliengruppe versucht stets, in der richtigen Lage das richtige Produkt für die Kunden zu entwickeln. Unter diesen Gesichtspunkten entwickeln wir auch unser Trägerhaus 5.5 als 6 Doppelhaushälfte in Münster-Altheim. Die Gemeinde Münster mit über 14.000 Einwohnern kann über eine 750-jährige Geschichte vorweisen und bietet Ihnen neben einer guten Verkehrsanbindung ebenso auch eine gute Infrastruktur. Hier am Rande des Ortsteils Altheim hat sich die Träger Immobiliengruppe zum Ziel gemacht, jungen Familien ein Zuhause im Grün zu schaffen. Wie Sie sehen, wohnen die neuen Eigentümer der Häuser am Bachlauf und am Feldrand. Passend zu der naturnahen Lage haben wir großen Wert auf eine umweltfreundliche Versorgung mit Luftwärmepumpen gelegt. Zudem werden die Häuser als Niedrigenergiehäuser mit dem KfW 55-Standard errichtet. Wenn Sie weitere Details erfahren möchten oder Fragen haben, steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer Herr Lemmerhold, der Geschäftsführer der Digger Wohnbau GmbH Herr Seifert sowie meine Person nach dem Richtspruch gerne zur Verfügung. Ebenso Herr Hesse vom Vertrieb ist für Sie da und kann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bitte Sie außerdem, die Baustelle aus Sicherheitsgründen nicht ohne Begleitung der genannten Person zu betreten. Wie ich sehe, steht auch schon der Zimmermann bereit und Sie haben hoffentlich alle ein Glas in der Hand, sodass wir auf das gute Gelingen anstoßen können. Mit Gunst und Verlaub, die Feierstunde hat geschlagen. Es ruht die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen grüßt stolz der Richtbaum nun ins Land. Und stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig mit am Werk gebaut. Es waren wackere Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertraut. Drum wünsche ich, so gut ich kann, so kräftig wie ein Zimmermann, mit stolz emporgehobenem Blick, dem neuen Hause recht viel Glück. Wir bitten Gott, der in Gefahren uns allzeit so betreut bewahrt, er mögt das Bauwerk hier bewahren vor Not und Schaden aller Art. Nun nehme ich froh das Glas zur Hand, gefüllt mit Wein bis an den Rand. Und mit Feuchtsaft der Reben will jedermann die Ehre ich geben, wie sie's nach altem Brauch gebührt, wenn so ein Bau ist ausgeführt. Der erste Schluck der Bauherrschaft. Hoch soll sie leben. Hoch, hoch, hoch. Hoch. Und braucht man zu allen Zeiten nicht nur den Kopf, nein auch die Hand. Drum noch ein Hoch den Zimmerleuten, durch deren Kraft der Bau entstand. Hoch sollen sie leben.
Hoch, 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 hoch. Ist das Glas wohl ausgeleert? Weiter für mich nichts mehr wert. Das Glas zerblittert im tiefen Grund. Geweiht sei dieses Haus zur Stund. Jawohl. An dieser Stelle möchte ich mich ebenfalls auch noch bei der Marketingabteilung für die Organisation des heutigen Fechtfestes bedanken und insbesondere bei Frau Sommer vom Front Office für ihre tatkräftige Unterstützung. Die Kolleginnen haben einen kleinen Richtschmaus für Sie vorbereitet. Lernen Sie bei dieser Gelegenheit Ihre neuen Nachbarn kennen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und einen guten Appetit. So. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Jessica Wagner und ich bin die Projektleiterin dieses Bauvorhabens und heiße Sie heute herzlich willkommen zu unserem Richtfest in Münster-Altheim. Zuallererst möchte ich Sie, liebe Kunden, begrüßen, denn erst durch Sie wurde das ganze Bauvorhaben möglich. Wir errichten die Häuser, aber nur Sie füllen das Ganze mit Leben und machen es zu Ihrem Zuhause. Den Handwerkern möchte ich meinen besonderen Dank aussprechen, denn Sie bauen das Haus und damit Ihr neues Zuhause in hochwertiger handwerklicher Qualität, sodass Sie viel Freude daran haben werden. Ein weiterer Gruß geht an meine Kollegen der Träger Immobiliengruppe, die alle ein Teil eines erfolgreichen Projektablaufes sind. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. So, wer sich jetzt noch fragt, ist der Qualität, sodass Sie viel Freude daran haben werden. Ein weiterer Gruß geht an meine Kollegen der Träger Immobiliengruppe, die alle ein Teil eines erfolgreichen Anwendungs- und Einkaufsmöglichkeiten, ein Spielplatz für die Kinder oder einen Garten oder Wohn- ohne Barriere für Ältere. Das sind nur einige Beispiele. Die Träger Immobiliengruppe versucht stets, in der richtigen Lage das richtige Produkt für die Kunden zu entwickeln. Unter diesen Gesichtspunkten entwickeln wir auch unser Trägerhaus 5.5 als 6 Doppelhaushälfte in Münster-Altheim. Die Gemeinde Münster mit über 14.000 Einwohnern kann über eine 750-jährige Geschichte vorweisen und bietet Ihnen neben einer guten Verkehrsanbindung ebenso auch eine gute Infrastruktur. Hier am Rande des Ortsteils Altheim hat sich die Träger Immobiliengruppe zum Ziel gemacht, jungen Familien ein Zuhause im Grün zu schaffen. Wie Sie sehen, wohnen die neuen Eigentümer der Häuser am Bachlauf und am Feldrand. Passend zu der naturnahen Lage haben wir großen Wert auf eine umweltfreundliche Versorgung mit Luftwärmepumpen gelegt. Zudem werden die Häuser als Niedrigenergiehäuser mit dem KfW 55 Standard errichtet. Wenn Sie weitere Details erfahren möchten oder Fragen haben, steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer Herr Lemmerholt, der Geschäftsführer der Digger Wohnbau GmbH Herr Seifert, so wie meine Person wir nach dem Richtspruch gerne zur Verfügung. Ebenso Herr Hesse vom Vertrieb ist für Sie da und kann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bitte Sie außerdem, die Baustelle aus Sicherheitsgründen nicht ohne Begleitung der genannten Person zu betreten. Wie ich sehe, steht auch schon der Zimmermann bereit und Sie haben hoffentlich alle ein Glas in der Hand, sodass wir auf das gute Gelingen anstoßen können. Unter diesen Gesichtspunkten entwickeln wir auch unser Trägerhaus 5.5 als 6 Doppelhaushälfte in Münster-Altheim. Die Gemeinde Münster mit über 14.000 Einwohnern kann über eine 750-jährige Geschichte vorweisen und bietet Ihnen neben einer guten Verkehrsanbindung ebenso auch eine gute Infrastruktur. Hier am Rande des Ortsteils Altheim hat sich die Träger Immobiliengruppe zum Ziel gemacht, jungen Familien ein Zuhause im Grün zu schaffen. Wie Sie sehen, wohnen die neuen Eigentümer der Häuser am Bachlauf und am Feldrand. Passend zu der naturnahen Lage haben wir großen Wert auf eine umweltfreundliche Versorgung mit Luftwärmepumpen gelegt. Zudem werden die Häuser als Niedrigenergiehäuser mit dem KfW 55 Standard errichtet. Wenn Sie weitere Details erfahren möchten oder Fragen haben, steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer Herr Lemmerholt, der Geschäftsführer der Digger Wohnbau GmbH Herr Seifert, sowie meine Person nach dem Richtspruch gerne zur Verfügung. Ebenso Herr Hesse vom Vertrieb ist für Sie da und kann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bitte Sie außerdem, die Baustelle aus Sicherheitsgründen nicht ohne Begleitung der genannten Person zu betreten. Wie ich sehe, steht auch schon der Zimmermann bereit und Sie haben hoffentlich alle ein Glas in der Hand, sodass wir auf das gute Gelingen anstoßen können. Hoch, hoch. Braucht man zur Altheim
Verlauf. Die Feierstunde hat geschlagen. Hoch, 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 hoch. Die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen ist das Glas der Nichtkommunion ins Land. Weiter für mich nicht mehr. Stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig mit am Werk gebaut. Das waren wackere Handwerksleute, die fest auf ihren Kunden vertrauen. Den wünsche ich, so gut ich kann. So kräftig wie ein Zimmermann. An dieser Stelle möchte ich mich ebenfalls auch noch bei der Marketingabteilung für die Organisation des heutigen Richtfestes bedanken. Wir bitten Gott, der in Gefahren das Altheitsdruck Leute bewahrt. Die Kollegin er möchte das Bauwerk hier bewahren vor Not und Schaden aller Art. Ihre neuen Nachbarn kennen. Ich nehme mich froh, das Glas zu haben. Gefüllt mit Wein bis an den Rand. Und mit Feucht. Saft der Reben will jedermann die Ehre ich geben. Wie sie es nach altem Brauch gebührt, in so ein Bau ist ausgeführt. Der erste Schluck der Bauherrschaft. Hoch soll sie leben. Hoch, 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 hoch. Braucht man zu allen Zeiten nicht nur den Kopf, nein auch die Hand. Drum noch ein Hoch den Zimmerleuten, durch deren Kraft der Bau entstand. Hoch sollen sie leben. Hoch, 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 hoch. Ist das Glas wohl ausgeleert? Weiter für mich nicht mehr wert. Das Glas zerblittert im tiefen Grund. Geweiht sei dieses Haus zur Stund. Das war ja jawohl. An dieser Stelle möchte ich mich ebenfalls auch noch bei der Marketingabteilung für die Organisation des heutigen Richtfestes bedanken und insbesondere bei Frau Sommer vom Front Office für ihre tatkräftige Unterstützung. Die Kolleginnen haben einen kleinen Richtschmaus für Sie vorbereitet. Lernen Sie bei dieser Gelegenheit Ihre neuen Nachbarn kennen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und einen guten Appetit. Das war so ein Befahrenfall. Hast du schon erzählt, oder? Ich hab schon erzählt. So.